Ja, was ist eine Funktion? Dazu gibt es schon zwei vorhergehende Teile. Gehen wir mal darauf ein, wie das mit der Wertetabelle funktioniert. Man macht Wertetabellen entweder waagerecht oder senkrecht, so wie hier. Und wie funktioniert das jetzt mit dieser Schreibweise? Im zweiten Teil nochmal nachgucken, vielleicht kriege ich den Link dann hier unter. Ich habe nämlich noch andere Links. Wer das überhaupt nicht abwarten kann, also gleichlineare Funktionen und Graphen zeichnen, diese Links, die werde ich dann hier im Laufe des Videos anfügen. Genauso werde ich, komme ich aber dann gleich drauf. Nehmen wir mal, b von x heißt x halbe minus 1. I, Brüche. Achtet dann auf den Link Brüche rechts oben. Ihr könnt dann euch da nochmal weiterbilden. Bruchrechnung ist total einfach. Ganz einfach. Wir nehmen am besten bei allen Funktionen immer erstmal den Wert 0 und setzen den ein. Also, ich möchte b von 0 in Abhängigkeit von 0 wissen. Also setze ich statt des x hier eine 0 ein. Dann heißt das 0 halbe minus 1. In der Wertetabelle trägt man den Wert ein, 0. Und jetzt sage ich 0 halbe ist 0 minus 1, also Rückgabewert minus 1. Ich nehme mal 2. Dann sage ich, okay, b von 2 ist 2 halbe, das ist 1, ne? 2 durch 2. 2 geteilt durch 2 steht ja hier auch, nicht nur 2 halbe. 2 durch 2 ist 1, minus 1 ist 0. Also ich habe die 2 eingegeben und kriege eine 0 zurück. Ich gebe mal minus 4 ein. Also trage ich hier oben ein Minus drauf. Am besten oben drauf tragen, damit man das Minus dann nicht später übersieht, wenn man es vor einen Bruchstrich geschmiert hat. Minus 4 halbe ist minus 2. Minus 1 ist minus 3. Minus 2, minus 1 ist minus 3. Und da man das am besten immer in der Wertetabelle mit aufschreibt, muss man sich nicht allzu viel merken. Ich könnte das jetzt noch mit wesentlich mehr machen, lasse ich mal. Wir werden dann gleich zum Zeichnen kommen, aber wie gesagt, Links zum Zeichnen, ne, kommen dann hier oben mit. Das wird nicht das Problem. Jetzt kommen wir zu Dezimalzahlen. Link zu Dezimalzahlen, wer damit nicht so richtig umzugehen weiß, okay. Es wäre doch blöd. Na, wir fangen mal mit der 0 an. G von 0 ist 0,2 mal x ist 0. Also ich trage die 0 ein. 0,2 mal 0 bleibt 0. Gut, kein Problem. Ich wäre ja blöd, wenn ich jetzt eine 1 eingebe. Oder irgendeinen krummen Wert. Denn guckt mal, wenn ich mir solche Vorgaben gemacht habe, es reicht, wenn man hier eine 1 reinschreibt, bei solchen Vorgaben ist 0,2 hier fast nicht zu machen. Also nehme ich doch einen Wert, der schön groß ist. Mindestens, der einen glatten Wert ergibt. Also nehme ich g von 5. 5 trage ich statt des x ein. 0,2 mal 5 ist 1. Also ich habe die 5 eingetragen, ergibt sich nur 1. Ich nehme mal einen negativen Wert, am besten wieder glatt, minus 10. So, minus 10 mal 0,2, oh, Minus vergessen, ne? Jetzt fällt es gerade auf. Also minus 10 habe ich vorgegeben und das ist minus 2. Zum Zeichnen kommen wir dann. Jetzt haben wir hier Rot von x, R von x ist ziemlich blöd, die sagt immer bloß 4. Also ich kann hier eingeben, naja, ich gebe mal eine 0 ein. Gibt die mir sowieso 4 zurück. Ich gebe eine 5 ein, gibt die mir 4 zurück. Ich gebe minus 3 ein oder irgendwas anderes. Die gibt ja immer 4 zurück. Nochmal im zweiten Teil nachgucken, warum das so ist. Also hier brauche ich das nicht mal einzutragen, aber ich mache es mal der Vollständigkeit halber und gucke mir die Werte an. Es bleibt immer 4. So, wie zeichnet man den ganzen Kram? Na, ganz einfach. Ich gehe immer erst in x-Richtung und dann in y-Richtung. Und ich mache das jetzt mal mit der Wertetabelle.